Hallo liebe Facebook-Zuschauer, gleich geht's hier los mit dem Urlaubschecker ferngesteuert und ich schleiche hier schon mal so ein bisschen ums Set herum und warte drauf, bis ich rein kann, weil es hier dann gleich um 14.15 Uhr pünktlich losgeht mit dem Urlaubschecker ferngesteuert live aus dem Delphin Palace. Und der Marc winkt schon mal. Ist auch mal eine andere Sicht der Dinge, oder? Ich zeige euch mal die Regiesicht. Hier steht unser Kameramann Scholt und da filme ich die Chiara, die gerade mich filmt. Und da ist der Marc, zu dem ich mich gleich dazugesellen werde. Und da hinten ist das Delphin Palace, das wir dann gleich gemeinsam erkunden können. Aus dem Delphin Palace und da sehe ich auch schon die Urlaubscheckerin Sarah. Ich schleich mal rein. Einfach rein. Und du hast schon die Urlaubschecker-Kamera bei dir und du legst jetzt gleich los und zeigst das ganze Hotel. Und da wollen wir die Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich gar nicht auf die Folter spannen, sondern du hast ganz, ganz viel zu zeigen. Ja. Und dann wünsche ich ganz viel Spaß und Ihnen wunderbare Eindrücke hier aus dem Delphin Palace, unser Gastgeberhotel. Und wenn Sie einfach ein bisschen mehr sehen möchten, dann begleiten Sie jetzt die Sarah die nächsten 15 Minuten hier im Fernsehen bei Sonnenklar TV und darüber hinaus natürlich auch im Facebook Livestream und dann die nächsten Tage gerne auch auf YouTube. Ja. Viel Spaß. Ja, danke schön. Ich mache mich auf den Weg. Das ist eine große Anlage. Ganz genau. Bis nachher. Wir begleiten dich noch ein bisschen mit der Drohne. Jawohl. Würde ich vorschlagen. Also wir machen uns auf den Weg weg vom Set, aus dem wir jetzt die letzten 3 Tage gesendet haben und wo wir dann auch gleich unser Live aus der Türkei beschließen. Wir machen uns auf den Weg über den Steg zum Strand. Hier sieht man übrigens, dass es ganz, ganz viele Liegen gibt und hier übrigens das Drohnenbild. Der Sebastian fliegt die ganze Zeit mit der Drohne auch noch und begleitet uns ein bisschen. Ganz, ganz coole Aufnahmen. Habe ich auch noch ein bisschen was für euch vorbereitet für Instagram nachher. Die Anlage von oben. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier wirklich jede Menge Liegemöglichkeiten. Ganz viele freie Liegen, auch wenn viel los ist im Hotel. Das ist ja ein großes Hotel. Sinem begleitet mich, die ist von der Gästebetreuung. Sinem, wie viele Zimmer hat denn das Hotel circa? 550 Zimmer. Aber man kann sich sicher sein, dass jeder der potenziell über 1000 Gäste oder mehr, denn auch viele Familien machen hier natürlich Urlaub, jederzeit eine Liege erhaschen kann und es entstehen nie irgendwo lange Wartezeiten. Also egal, ob man an der Bar gerade auf ein Getränk wartet oder sich ein Eis holen will an der Eisstation. Das hat oder eine Waffel, sagt die Nihan gerade, die freut sich schon auf den Waffelstand, der hier dann ab 16 Uhr aufmacht. Man muss wirklich nie irgendwo lange warten, weil das Servicepersonal hier einfach wahnsinnig auf Zack ist. Und was auch total cool ist, wenn man am Strand ist, muss man nicht den langen Weg ins Hotel auf sich nehmen, wenn man gerade eine Erfrischung oder sowas möchte. Es gibt hier natürlich auch eine Strandbar, wo man sich Milchshakes, Kaffee, Getränke holen kann. Und da muss man sich nicht wieder komplett anziehen und ins Hotel hochlaufen. Man kann das hier alles ganz entspannt direkt in der Anlage machen. Das hier ist übrigens einer meiner Lieblingsplätze, die sogenannte, also ich nenne es so Fressmeile. Hier gibt es eine Eisstation und verschiedene Imbissbuden. Da hinten gibt es dann den Waffelstand ab 16 Uhr, wo ich mir dann zum Feierabend eine gönnen werde mit Zimt und Zucker und Schokoladensauce. Und hier ist das Strandrestaurant, wo man auch ein kleines Buffet hat, wenn man dort zu Mittag essen möchte, mittags. Hier ist noch das Coffeehaus, wo man sich Eis, Kaffee und andere Kaffeespezialitäten holen kann. Und mein persönliches Highlight, das Fastfood-Haus. Ich kann die Chicken Nuggets hier wärmstens empfehlen. Und die leckeren Pommes, die hatten wir vorhin auch schon zu Mittag. Dann gibt es hier einen Handtuchstand in der Anlage, aber auch im Hotel, wo man sich jederzeit frische Handtücher holen kann. Und hier, wo so viele Urlauber anstehen, gibt es Döner und andere Spezialitäten.
Hier hinten ist ganz viel für Kinder geboten. Es gibt einen Miniclub und natürlich ganz viele Aktivitäten, die Kinder machen können, wo auch mal die Eltern ein bisschen entlastet werden. Und wir laufen hier gerade um den Hauptpool herum, in dem gestern eine richtig fette Schaumparty stattgefunden hat und wo auch jeden Tag was anderes geboten ist. Hier befindet sich der Rutschenturm. Es gibt natürlich einige Rutschen hier, da habe ich mich noch nicht drauf getraut. Muss sagen, bin aber auch eine kleine Frostbeule. Ich traue mich nicht so ins Wasser. Es ist noch ein bisschen frisch, 20 Grad. Aber die ganzen anderen genießen das hier natürlich schon ausgiebig. Hier befindet sich noch ein Restaurant und eine Pasta-Station, wo man sich sein Nudelgericht oder ein Nudelgericht nach seinem Gusto zubereiten kann. Und da hinten gibt es auch noch andere Snacks, unter anderem auch Eis, also ganz normales Steckerleis. Haben wir uns natürlich gestern auch schon bedient. Hier befindet sich das Amphitheater, in dem natürlich auch Animation stattfindet, aber ganz wichtig natürlich auch hier die Bar. War denn jemand von den Zuschauern, der hier gerade beim Facebook-Stream zuschaut, schon mal in einem der Delfin-Hotels oder vielleicht sogar schon im Delfin Palace? Lasst es mich mal wissen. Ich habe bisher nur begeisterte Urlauber hier getroffen. Hier hinten rum würde man jetzt zum Ruhepool kommen. Den zeige ich euch gleich noch vom Zimmer aus. Da werde ich dann nämlich meinen Urlaubschecker beschließen. Aber wir gucken uns jetzt noch den Indoor-Pool an auf dem Weg. Hier oben übrigens die Terrasse des großen Buffet-Restaurants und die Terrassen der à la carte-Restaurants. Es gibt insgesamt 8 à la carte-Restaurants hier im Haus. Die kann man jederzeit nutzen. Die sind alle inklusive. Man muss nur rechtzeitig einen Termin machen. Also am besten einfach am Vortag einen Termin machen und dann sollte das problemlos klappen. Auch so eine kleine Besonderheit, man hat hier diese Aquarien, in denen man sich von kleinen Fischen sozusagen eine Pediküre verpassen lassen kann. Und man kann sich natürlich noch auf andere Arten verschönern, zum Beispiel im hauseigenen Friseur. Und hier der Indoor-Pool, der natürlich heute bei dem schönen Wetter nicht besonders frequentiert ist. Es hat ja um die 30 Grad, das ist natürlich bestes Sommerwetter hier in Deutschland. Und was ich so besonders finde an dem Hotel ist, dass hier darauf geachtet wird, dass auch Menschen mit Mobilitätsschwierigkeiten auf ihre Kosten kommen. Wir sehen hier zum Beispiel einen Stuhl, mit dem Leute, die sich nicht mehr so gut bewegen können, ins Wasser gelassen werden können. Es gibt am Strand einen extra Bereich für Rollstuhlfahrer, wo einfach ein bisschen mehr Platz an den Liegen ist, wo man gut hinkommt, wo keine Stufen dazwischen sind. Und es gibt natürlich auch behindertengerechte Zimmer. Wer sich also entschließt, hierher zu kommen und einen Rollator nutzt oder einen Rollstuhl, der gibt am besten vorher mal Bescheid. Entweder man ruft direkt bei der Rezeption an oder bei der Buchung bei Sonnenklar.tv einfach direkt dazu sagen, wenn man im Service Center anruft. Dann wird alles dafür getan, dass man den Urlaub auch mit Einschränkungen oder nein, ohne Einschränkungen eigentlich genießen kann. Hallo Grit, der Flughafen ist nur ca. 15 Minuten ca. entfernt. Das ist wirklich ein Katzensprung. Das ist eine der Vorzüge, die dieses Hotel hier hat oder überhaupt diese Gegend. Es ist wirklich alles total nah und nach Antalya in die Innenstadt sind es etwa 30 Minuten, je nach Verkehrslage. Wir sind da gestern auch hingefahren. Wir sind ein bisschen in die Rush-Hour geraten, haben 30 Minuten gebraucht auf dem Hinweg und dann auf dem Rückweg nur noch ca. 20. Hier übrigens das Gym, auch richtig gut ausgestattet. Ich sehe hier auch viele gut trainierte Menschen durchs Hotel laufen und die legen ja auch immer Wert darauf, dass das Gym gut ausgestattet ist und das scheint hier der Fall zu sein. Ich habe es noch nicht selber getestet, hatte es auch nicht vor, aber hier hinten ist übrigens noch eine kleine Spielehalle, da kann man Airhockey spielen, bowlen. Es gibt diese Basketballmaschinen, diese Boxmaschinen und ist natürlich vor allem für Kinder ganz toll, was man da alles noch machen kann, wenn das Wetter mal nicht stimmen sollte, was hier natürlich selten der Fall ist. Ella schreibt, kann er nicht ab, ich kann mir das vorstellen.
Ich denke mal, du meinst, du kannst dir vorstellen, in diesem Hotel Urlaub zu machen. Danke, Nihan. Die hat schon mal den Aufzug für mich gerufen. Denn das Zimmer, das ich euch gleich zeigen werde, befindet sich im 6. Stock. Und in mein Zimmer, das im 1. Stock liegt, laufe ich zwar ab und zu noch. Nihan kichert, weil das ein bisschen gelogen war. Aber in den 6. Stock muss man natürlich mit dem Aufzug fahren. Und ich finde die Aufzüge hier einfach cool. Deswegen nehme ich die auch gerne, weil die aus Glas sind und man dann die wunderschöne große Lobby sieht. Schaut euch das mal an. Hier kann man wirklich königlichen Urlaub machen. Also schon wenn man hier reinkommt, weiß man, man ist in einem wirklich tollen, ausgestatteten, luxuriösen Hotel angekommen. Ich würde noch einmal kurz in die Lobby runter filmen, bevor wir zum Zimmer gehen. Also unser Zimmer liegt in die Richtung. Aber ich zeige euch jetzt nochmal den Blick auf die Lobby. Die Disco haben wir noch nicht getestet, aber gut, dass du sagst, Nadja. Es gibt hier nämlich auch eine Indoor-Disco. Auch Outdoor wird hier natürlich gefeiert. Aber für den Fall, dass es mal länger gehen sollte, gibt es hier eine gut isolierte Indoor-Disco, wo man feiern kann und die dann natürlich auch in Gebrauch ist, wenn das Wetter mal nicht passt. 7 Stockwerke gibt es hier insgesamt. Und unser Zimmer, das im Angebot enthalten ist, mit seitlichem Meerblick, befindet sich jetzt im 6. Stock. Und da laufen wir jetzt mal hin. Neben der Disco und den Möglichkeiten zum Freizeitvertreib, die ich gerade eben schon genannt habe, gibt es natürlich auch ganz viele andere tolle Sachen, die man hier machen kann. Also man kann Wassersport betreiben, man kann ins Spa gehen, also ins Hammam, wie das natürlich in der Türkei heißt. Marc gibt ja immer den Tipp, dass man sich bevor der Urlaub beginnt oder am ersten Urlaubstag direkt eigentlich einer Hammam-Behandlung unterziehen sollte, weil dann die Bräune länger hält. So, und hier ist unser Zimmer. Die Nihan lässt uns rein. Vielen Dank. Unser Doppelzimmer mit seitlichem Meerblick. Hier das Badezimmer. Hier ich. Was ich besonders schön finde hier ist, dass wir wahnsinnig viel Ablagefläche haben. Ich persönlich kann es ja nicht leiden, wenn ich meine ganzen Toilettenartikel irgendwie stapeln muss oder mir sogar mit einem reingestellten Stuhl irgendwie helfen muss. Aber dieses Bad ist wirklich top ausgestattet. Es gibt ganz viele Handtücher. Es gibt einen Föhn, der auch wirklich Power hat, was wichtig ist. Oft sind diese Hotelföhns ja total lahm. Es gibt Toilettenartikel, falls man was vergessen hat. Und eine große Dusche, die über eine kleine Schwelle zu begehen ist. Also das sollte machbar sein. So, dann haben wir natürlich weitere Ausstattung. Wir haben einen großen Schrank mit einigen Kleiderbügeln drin, mit einem extra Kissen drin. Und natürlich auch einen Safe. Empfiehlt sich natürlich immer, die Wertartikel hier einzusperren. Dann schauen wir uns mal das Zimmer an sich an. Wir haben hier ein großes Doppelbett. Ich kann euch sagen, die Betten hier sind sehr bequem. Ich schlafe hier wahnsinnig gut. Und daneben gleich noch ein Einzelbett, falls man mit Kind anreist oder mit einer anderen dritten Person. Ist das natürlich super. Ich persönlich nutze das Bett gerade als Kofferablage. Finde ich auch perfekt. Und dann gibt es hier natürlich noch eine kleine Couch. Einen großen Fernseher, damit man jederzeit sonnenklar TV schauen kann und direkt den nächsten Urlaub buchen kann. Es gibt eine kleine Kaffee- und Teestation, die ich persönlich auch sehr gerne nutze. Also ich mache mir gleich in der Früh immer meinen schwarzen Tee, brauche ich direkt nach dem Aufstehen. Und wer was zum Runterkommen am Abend braucht, findet das. Na, wo geht's auf? Hier in der Minibar, die immer gut befüllt ist mit Bier und Softgetränken, wird jeden Tag frisch aufgefüllt, die Snacks, und das kostet nichts extra. Es ist alles in dem Angebot hier mit drin. Man muss sich also nicht davor scheuen, die angeblich so teuren Artikel aus der Minibar zu nutzen. Das kann man getrost alles leer trinken und leer fressen, um das so zu sagen. Und jetzt schauen wir uns natürlich noch den Ausblick an. Wir haben hier einen seitlichen Meerblick dabei. Bevor ich auch schon gleich zum Ende komme. Wir hören gerade, falls ihr das hört, die Musik vom Nachbarhotel. Hier unter mir allerdings liegt der Ruhepool, der auch nur für Personen zugänglich ist, die 14 Jahre oder älter sind. Was ich ganz angenehm finde.
was sicherlich auch manche Eltern, die mal ein paar Stunden Auszeit brauchen, angenehm finden. Und hier liegt der Strand, hier um die Kurve sozusagen der Steg, auf dem wir gestartet sind. Da drüben liegen die anderen Delfin-Hotels, sind auch alles ganz tolle Häuser. Da hinten das Gebirge und hier die Einkaufsstraße, auf der man wunderbar Souvenirs shoppen kann und den Lieben etwas mitbringen kann. So, ja, ich würde sagen, dieser Ausblick eignet sich doch perfekt, um den Urlaubschecker zu beschließen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, dass ich euch dieses schöne Hotel zeigen konnte, in dem ich persönlich mich sehr wohlfühle, auch wenn ich hier zum Arbeiten bin. Ich kann mir nur vorstellen, dass es als Urlauber noch viel schöner ist, hier zu sein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.